Ei, 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 was sehe ich denn da? Ein Samstagstream, das ist ja wunderbar. Herzlich willkommen zu der DERCHO-TV-Update am heutigen Samstag, 16. März 2024. Für mich im Übrigen privat ein besonderer Tag. Erkläre ich vielleicht nicht geradewegs in der News-Show, aber um 19.45 Uhr geht Update wie immer los. Themen heute unter anderem, es geht mal wieder um die GDL und um die Deutsche Bahn. Die verhandeln nämlich wieder und währenddessen ich durch meine Haare streife, kann es wahrscheinlich schon Ergebnisse gegeben haben oder nicht. Der Stand der Dinge, was nämlich jetzt gerade abgeht. Außerdem geht es heute auch noch um die Plattform X, die mal als Twitter bekannt war. Denn in dieser Woche musste sich nämlich der Lobbychef von X sich im Deutschen Bundestag, genau gesagt in einem Ausschuss, erklären, warum es zu Kontensperren, wie zum Beispiel, also zu Sperrungen von Konten gekommen ist, wie zum Beispiel beim Fall von der Witwe von Alexei Nawalny. Ja, was es damit auf sich hat und was es heute sonst noch so gegeben hat in Sachen News, das gibt's jetzt heute hier bei Update am Samstag. Und damit herzlich willkommen zu Update am Samstagabend, live hier auf Twitch und natürlich später zu sehen auf YouTube und auf derchotv.de. Herzlich willkommen an diesem Samstagabend. Und ihr wisst natürlich, wenn Samstagabend der Stream bei derchotv an ist, heißt es natürlich eigentlich doppelte Gaming-Session so gesehen. Aber daher, dass heute nur ein Spiel, sagen wir mal so gesehen, auf dem Prüfstand steht, nämlich, was heißt auf dem Prüfstand, eigentlich, dass heute nur ein Spiel nämlich dran ist, dann werdet ihr natürlich auch bemerken, dass, ja, das Ganze nämlich auch läuft. Ich muss gerade mir ganz kurz mal nämlich die Kamera ein bisschen justieren. Ich merke nämlich gerade, dass es doch nicht geradewegs so gut beleuchtet ist, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Deswegen ich nochmal hier und da nochmal am Licht noch, guck mal. Ich wusste es doch. Machen wir es da mal so ein bisschen... Ah, bleiben wir bei dieser Nummer. So, ja. Herzlich willkommen erstmal zur News-Show am Samstag. So sieht es nämlich aus. So, jetzt muss ich erstmal wirklich das richtige Licht finden. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Ordnung ist. Für mich nicht. Komm, bleiben wir bei dem hier. Und wir starten selbstverständlich mit den News, die natürlich selbstverständlich hier wichtig sind. Und legen sofort los mit der Deutschen Bahn und mit der Lokführergewerkschaft GDL nämlich. Denn sie reden wieder miteinander. Ja, statt dass man von einer Seite die Propaganda der Bahn nämlich hört, reden auf einmal beide Parteien wieder miteinander und wollen natürlich den Tarifkonflikt entsprechend, ja sagen wir mal, gelöst bekommen. Und somit sind auch erstmal Streiks, die geplant waren, zumindest diese Wellenstreiks, erstmal vom Tisch. Beide Parteien sind zuversichtlich, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können. Das teilte die Deutsche Bahn mit, als sie und die GDL natürlich gemeinsam mit, als natürlich bekannt wurde oder als sie bekannt gegeben haben, hey, wir reden wieder miteinander, wir wollen eine Einigung finden. Und weiter hieß es in einer gleichlauten Mitteilung, dass auch die GDL da erstmal auf Streiks verzichtet. Heißt natürlich, dass jetzt erstmal natürlich einerseits bei der Bahn der Betrieb ganz normal stattfinden kann. Das heißt, Züge fahren ganz normal und kommen entsprechend später oder auch nicht. Man weiß es nicht genau. Aber so hieß es auch von der Bahn, dass die Verhandlungen intensiv sind, aber konstruktiv. Heißt natürlich also nicht geradewegs auf einem Niveau, wo man sich schämen muss, sondern es sind konstruktive Gespräche, um natürlich da auch endlich mal eine Einigung zu finden. Zu viele Themen wurde auch schon eine Verständigung erreicht, hieß es weiter. Aber wie der Vermittlungsstand oder Verhandlungsstand aktuell ist, der ist nicht bekannt, denn beide Seiten haben nämlich Stillschweigen vereinbart, bis es anscheinend eine Einigung gibt oder bis einer der beiden Seiten wieder abbricht bzw. wieder sagt, die Gespräche sind für gescheitert erklärt worden, nämlich bisher zweimal von Seiten der GDL. Somit könnte natürlich, wie gesagt, das auch eine gute Nachricht sein, geradewegs zwei Wochen vor Ostern so gesehen, weil wenn das Bodenpersonal und natürlich auch die Sicherheitsbeamten an den Flughäfen streiken bzw. von der deutschen Lufthansa, umgekehrt eigentlich, dann ist es natürlich gut, zumindest mit dem Zug noch in die Ferien fahren zu können. In einigen Bundesländern haben
beginnen ja am Montag schon die Osterferien. Und vor diesem Hintergrund hatte auch der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP die Gewerkschaften ja auch so, bei Luft und beim Luftverkehr und auch bei der Bahn dazu aufgerufen, einen Osterfrieden freizuhalten. In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, Zitat, die Gewerkschaften sollten rechtzeitig klarstellen, dass während der Osterzeit nicht gestreikt wird. War kein Interview, aber halt ein Statement. Ja, zuletzt haben ja GDL und Bahn ja im Februar miteinander geredet, dann aber kurz nach Monatswechsel hat die GDL die Gespräche für gescheitert erklärt. Knackpunkt der ganzen Geschichte ist ja immer noch die Wochenarbeitszeit. Die GDL will von 38 auf 35 Stunden runter, hoppala, und die Bahn sagt aber, das ist nicht zu machen. Die Bahn hatte ja sich bisher bereit gezeigt, die Arbeitszeit auf 36 Stunden ohne finanzielle Einbußen natürlich in zwei Schritten bis 2038 abzusenken. Natürlich will die GDL das Ganze auch natürlich von 38 auf 35 ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn hat das entsprechend halt angeboten mit 36 Stunden, aber in einem Zeitraum von 2 Jahren. Klaus Wieselski, der GDL-Chef, ging darauf natürlich nicht ein, hat gesagt, nein, 35 Stunden oder gar nicht. Danach hat man ja direkt 35 Stunden gestreikt, um diese Zahl auch ja, zu sagen, wir wollen diese 35-Stunden-Woche entsprechend haben. Die GDL hatte ja auch schon mit 2 Dutzend anderen Eisenbahnunternehmen, nämlich Privatbahn und vor allem nämlich in der Bundesrepublik, der Tarifverträge abgeschlossen, wo diese 35-Stunden-Woche festgeschrieben ist. Und diese stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt, dass auch die Deutsche Bahn sich dem Abschluss nämlich auch noch einlässt. Ansonsten würden natürlich die bestehenden Verträge entsprechend angepasst werden. Heißt also, dass man da auch nochmal entsprechend nachverhandeln will. Wieselski will das aber nicht. Ja, der will das verhindern. Und klar ist natürlich, dass es bisher seit dem Tarifstreit, seitdem das ganze Jahr angefangen hat, im November vergangenen Jahres, gab es schon insgesamt 6 Streiks. Zuletzt hat ja die Gewerkschaft ja die sogenannten Wellenstreiks aufgerufen, die kurzfristiger angekündigt werden als die bisherigen Streiks. Also sprich so 12 Stunden vorher oder wenn noch nicht mal. Heißt also natürlich auch für die Deutsche Bahn schlechter zu planen. Und natürlich ist klar, jetzt wo sie wieder miteinander reden, wird man nicht gleichzeitig noch streiken, sondern erstmal miteinander reden und nicht streiken. Heißt also natürlich geradewegs für die, die am Montag planen wegzufahren und irgendwie die Befürchtung hatten, dass sie gleich natürlich eine riesige Wut eventuell auf die Deutsche Bahn oder auf Klaus Wieselski haben, dass sie diese Wut erstmal runterschlucken können. Vermittelt hatten ja zuletzt ja auch 2 bekannte Politiker, einmal der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der amtierende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Und ob die beiden auch in dieser Verhandlungsrunde wieder dabei sind, das ist nicht klar. Wie gesagt, Stillschweigen ist vereinbart worden. Auch dieses Mal soll es sich trotz dieser Möglichkeit nicht um eine formale Schlichtung handeln. Die GDL lehnt ja so eine Schlichtung generell erstmal ab, bisher nämlich. Und bei einer Schlichtung würden ja auch beide Seiten zuvor eine Schlichtungsvereinbarung treffen. Heißt also zum Beispiel keine Streiks während dieser Zeit oder entsprechend man sagt, gut, es wird nicht mit einer, es wird nichts nach draußen getragen, etc., etc., etc. Und häufig geht auch damit einher, dass ja zum Beispiel ein Schlichterspruch für beide Seiten dann auch bindend ist. Das ist bisher aber, wie gesagt, nicht passiert. Heißt also, dass dass jetzt erstmal alles möglich ist. Könnte natürlich jetzt heißen, nächste Woche der große Durchbruch. Es gibt endlich eine Einigung. Oder es heißt natürlich wieder, es geht schon wieder los. Mann, es geht schon wieder los, ne? Dass es dann wieder Streiks von der GDL geben könnte und vielleicht könnten sogar noch schlimmer werden. Heißt sogar unbefristete Streiks und das heißt für den einen oder anderen Bahnfahrer, ja, wohl wahrscheinlich die Zähne zusammenbeißen, beziehungsweise die Zähne auf die Schienen beißen, keine Ahnung. Mir fällt gerade kein guter Spruch dabei ein. Naja, aber erstmal wird verhandelt, mal schauen, wie es aussehen wird. Schauen wir zur Sozialpolitik. Die CDU plant Medienberichten zufolge, da ist nämlich ein Papier veröffentlicht, beziehungsweise den jeweiligen Medienhäusern, unter anderem der ARD, aber auch NTV zugespielt worden, das Bürgergeld, was es seit jetzt gut mehr als einem Jahr gibt, wieder zu reformieren und umbenennen und in ihrer jetzigen Form abzuschaffen. Ja, das findet die SPD nicht geradewegs so gut. Oh, ich höre WhatsApp im Hintergrund. Ich sollte das mal vielleicht mal stumm schalten. Und es ist entsprechend so, dass natürlich die SPD überhaupt dagegen ist, denn die Forderung wies unter anderem natürlich der Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, nämlich zurück
dass es umfassende Änderungen beim Bürgergeld nämlich geben sollte, wenn es nach der Form der CDU nämlich geben sollte. In Berlin sagte er nämlich, Zitat, die Höhe des Bürgergelds ist durch einen Verfassungsgerichtsbeschluss festgesetzt. Das ist jetzt umgesetzt worden, übrigens mit Zustimmung der Union. Ja, um natürlich der CDU-CSU anscheinend nochmal daran zu erinnern, ihr habt für dieses Gesetz mitgestimmt. Weiter sagte natürlich Klingbeil, dass es jetzt richtig ist, dass der Staat Menschen in Not eine Absicherung gebe, dass es auch richtig ist. Weiter sagte er aber auch, wir müssen andere Debatten führen als Angriffe auf den Sozialstaat. Und aus Sicht der SPD tut das die CDU durchgehend, seitdem es ja auch diese knallharte Bürgergelderhöhung gab. Für viele ja, die halt hart arbeiten, knallhart. Aber man muss sich da auch eher die Frage stellen, muss mein Arbeitgeber mir mehr Geld geben oder stimmt generell was nicht in diesem Land? Ich glaube wohl, dass die Mehrheit wahrscheinlich sagen würde, dass Ersteres wohl eher mehr passt, Zweiteres wäre eher Populismus. Die CDU-CSU, die warf dem SPD-Chef aber auch vor, wirtschaftliche Stabilität und die soziale Absicherung gegeneinander auszuspielen. Die Antwort der Union ja für einen starken Wirtschaftsstandort seien etwa auch niedrigere Renten und ein höheres Renteneintrittsalter. Und für die SPD hingegen gehörten soziale Sicherung und wirtschaftliche Stärke zusammen. Ja, denn was hat die CDU eigentlich vor? Ja, das ist das Statement der SPD. Die CDU plant ja nämlich da quasi dieses Unterstützungsgeld des Bürgergelds, was ja auch Arbeitslose bekommen, aber auch sozial Schwächere oder halt auch Geringverdiener, wo sie wissen, das Geld reicht vorn und hinten nicht, will man grundlegend ändern. Die Begründung unter anderem in einer Beschlussvorlage, die nämlich am Montag beim Bundesvorstand der Union, der CDU nämlich rauskommt, was vorgelegt wird, heißt es nämlich, dass der Name Bürgergeld in die Irre führt und Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens sei. Ja, ob natürlich da jetzt Faktenchecker ran müssen, wahrscheinlich. Und das derzeitige Konzept lehnt die Union ab, lehnt die CDU ab, obwohl sie ja, wie es ja Herr Klingbeil ja schon gesagt hat, dafür gestimmt hat. Und man will das Bürgergeld dann in die sogenannte neue Grundsicherung umbenennen. Ich glaube, die typisch deutsch ist es ja natürlich, dass Namen sehr, sehr lang sind, vor allem bei Liberalkonservativen. Und man will die neue Grundsicherung, das Bürgergeld in seiner bisherigen Form abschaffen. In der Beschlussvorlage heißt es zum Beispiel, dass mit der Einführung des Bürgergelds die Anreize gegen eine Arbeitsaufnahme und Mehrarbeit gesetzt worden sei anscheinend. Und weiter hieß es auch in diesem Konzept, Zitat, wir fordern eine Reform der Hinzuverdienstgrenzen, um die finanzielle Anreize, Arbeit generell bzw. Mehrarbeit aufzunehmen, zu erhöhen, damit die Menschen am Ende des Monats tatsächlich mehr Geld in der Tasche haben. Ja, ob das wirklich natürlich so gelingen wird, wohl eher nicht. Zur Forderung der CDU gehört natürlich auch, dass jetzt künftig wieder ab dem ersten Tag an in der Grundsicherung eine Vermögensüberprüfung nämlich stattfinden soll. Auch sollen die Grenzen für Schonvermögen schon also gesenkt werden. Heißt also, wer noch irgendwie Geld irgendwie wo hat, ja, der muss dann das Ganze angeben und das heißt dann weniger von dieser sogenannten neuen Grundsicherung. Ja, das Bürgergeld ist ja erst vor gut einem Jahr erst eingeführt worden, hat das bisherige Hartz IV, das Arbeitslosengeld II, ja abgelöst. Was ja für die SPD ja vor allem ein riesiges Trauma war in den vergangenen, ja, man kann schon fast sagen, ja, 18, 19 Jahren nämlich. 2005 ist es ja eingeführt worden. Und das Bürgergeld soll ja den Menschen den Lebensunterhalt sichern, die arbeiten können, deren Einkommen aber nicht zum Leben reicht. Ja, und das wird ja eigentlich auch schon generell immer wieder in der Politik natürlich diskutiert. Und das vergisst man auch immer wieder, dass man eigentlich den Anreiz nicht dazu machen müsste, sagen wir mal, ich erwähne das falsch, Entschuldigung, wenn das jetzt nach eigener Meinung klingt, aber man müsste natürlich eher natürlich den Anreiz darüber machen, dass man die Löhne erhöht, anstatt dass man darüber über das Bürgergeld diskutiert. Denn man muss ja auch bedenken, es sind ja im Bürgergeld eine Minderheit von Leuten nämlich drin, die halt auch noch arbeiten gehen und das zusätzlich noch brauchen, weil sie sich nicht mehr leisten können und weil die Löhne nicht steigen. Andere wiederum sind halt da, weil sie halt nicht arbeiten können. Ein kleiner Teil sind natürlich pure asoziale Schmarotzer selbstverständlich, die gar nicht arbeiten gehen wollen. Aber es gibt halt natürlich auch Bürgergeldbezieher, die psychisch nämlich auch sehr, sehr unter der Arbeitswelt gelitten haben oder generell auch in der Gesellschaft gelitten haben und derzeit nicht arbeiten gehen können. Aber die CDU wird wohl anscheinend, und das ist so der Blick von vielen natürlich, da habe ich auch mit Leuten im Übrigen darüber geredet,
ja, blicken die da halt entsprechend nicht durch. Da kann man denken, was man will. Es ist eine Diskussion, die natürlich auch hier wieder spaltet. Und ob die CDU-CSU natürlich jetzt wieder anfangen will, natürlich die Gesellschaft wieder spalten zu wollen, was ja viele auch natürlich behaupten wollen, dass sie ja schon längst tut angeblich. Die CDU natürlich, nein, wir wollen damit nicht spalten. Wir wollen Gerechtigkeit haben. Aber natürlich, klar, die Partei der sozialen Gerechtigkeit ist ja anscheinend die SPD, sagt sie selbst zumindest. Und ob es natürlich dann auch stimmt oder nicht, fragt da mal euren SPD-Politiker in eurer Nähe. Und ich stehe da nicht zur Verfügung, weil das hier nichts zu suchen hat. Gleich bei Update geht es unter anderem um den Werbemarkt. Der hat sich im Februar gut erholt. Hört sich gut an, muss man wirklich mal so sagen. Also es sieht für den Fernsehwerbemarkt auch ein bisschen besser aus. Auch in anderen Bereichen sieht es deutlich besser aus. Außerdem reden wir gleich auch noch über X, denn die zeitweisige Sperre des X-Accounts von Julia Nawalny, der Witwe von Alexei Nawalny, ist nämlich in dieser Woche sogar unter anderem im Digitalausschuss des Deutschen Bundestages Thema gewesen. Der Lobbychef von X war dann auch zu Gast und musste das Ganze erklären. Ja, das gab es unter anderem, und im Sport geht es außerdem auch noch um ein Thema, und zwar nämlich weiterhin um Martin Kind und um Hannover 96 und immer noch um die Geschichte, ja, wie hat er denn nun damals abgestimmt im Dezember bezüglich der Investorensuche, die ja jetzt gescheitert ist. Ja, das wird sich immer wieder wohl die Frage gestellt werden wollen. Ja, am Landesgericht Hannover gab es dann die entsprechende Antwort. Ob man es jetzt wissen darf oder nicht, das wollte ich damit machen. Jetzt erstmal kurz Nachrichten kompakt. Update kompakt, bitteschön. Bei einer Explosion einer Landmine im Norden von Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 16 Menschen getötet worden, darunter 9 Frauen. Es handelte sich um Trüffelsucher, die im Umland der Stadt Raqqa unterwegs gewesen seien, teilte die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. 6 weitere Menschen seien verletzt worden. Trüffelsucher werden in dem verarmten Bürgerkriegsland Syrien immer wieder Opfer von Minenexplosionen und anderer Gewalt. Die sächsischen Grünen treten mit einem Spitzentrio zur Landtagswahl im September an. Auf einer Landesversammlung in Chemnitz wurden Landesjustizministerin Katja Mayer, Umweltminister Wolfram Günther und die Fraktionsvorsitzende im Landtag Franziska Schubert auf die ersten 3 Listenplätze gewählt. Die Grünen regieren in Sachsen seit 2019 gemeinsam mit der SPD und der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Kretschmer ließ aber bereits mehrfach durchblicken, dass er gern ohne die Grünen weiter regieren würde. Die SPD hat auf einer Vorstandsklausur ein 10-Punkte-Programm zur Stärkung der Wirtschaft beschlossen. Die Partei wolle sich nicht am Schwarzmalerei beteiligen, es müssten aber weitere Schritte unternommen werden, um Impulse für die Wirtschaft zu setzen, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil. Die SPD tue dies aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Deutschland am Laufen halten. Als zentrale Punkte nannte Klingbeil unter anderem Bürokratieabbau und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor dem Aufbruch zu seiner Reise nach Jordanien und Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz Israel erneut vor einem Militäreinsatz im Rafah im Süden des Gazastreifens gewarnt. Es sei wichtig, dass nicht ein großes menschliches Unglück geschieht. Nach Rafah seien viele Menschen geflohen. Zugleich drang Scholz erneut auf eine rasche Waffenpause im Gazakrieg, die es ermögliche, dass die Geiseln freigelassen werden und die gleichzeitig auch humanitäre Hilfe nach Gaza kommen lässt. Deutschlands Handballer haben im Kampf um ihr Olympiaticket einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor beim Qualifikationsturnier in Hannover gegen Kroatien mit 30:33 und steht damit unter Zugzwang. Nach dem 41:29 Erfolg zum Auftakt gegen Algerien steht das deutsche Team nun bei 2:2 Punkten. Verliert Deutschland morgen gegen Österreich, finden die Olympischen Sommerspiele in Paris wohl ohne die deutschen Handballer statt. Deutschlands bester Werfer am Samstagnachmittag war Lokalmatador Rennes Uchsen mit 8 Toren. Der englische Zweitligist Coventry City ist gegen die Wolverhampton Wanderers nach einer verrückten Schlussphase ins Halbfinale des FA Cups eingezogen. Dort stand der Club zuletzt im Jahr 1987, als Coventry im Finale gegen die Tottenham Hotspur den Titel holte. Der Underdog ging durch Ellis Simms in Führung und schnupperte bis kurz vor Schluss am Sieg. Dann drehten Ryan Atinori und Hugo Bueno die Partie zugunsten der Wolves. Weit in der Nachspielzeit verstummte der Jubel aber. Simms erzielte sein 2. Tor, ehe Hajai Wright den Siegtreffer erlang. Ja, da gibt es manchmal, wie gesagt, ne, die Pokale, die nationalen Pokale schreiben gerne mal immer ihre eigenen Gesetze, ne, so wie beim DFB-Pokal, ne? Ist auch sehr interessant.
Ja, Bundesliga kommt auch noch mal ganz kurz vor. Deswegen komme ich mal ganz kurz. Die Nachmittagsergebnisse der ersten Liga. Union gewinnt gegen Bremen 2:1. Wolfsburg verliert gegen Augsburg 1:3. Mainz gewinnt gegen Bochum 2:0. Heidenheim und Gladbach trennten sich unentschieden. Und der FC Bayern München gewinnt gegen Darmstadt mit 5:2. Das Abendspiel aktuell, was gerade noch für gut 26 Minuten läuft, circa nämlich noch, sage ich einfach mal, es steht 3:0 für den VfB Stuttgart, die auswärts gegen die TSG Hoffenheim spielen. Die zweite Liga, das ist nicht die erste, das ist die erste Liga, die sah nämlich so aus heute an diesem Samstag. Rostock gewinnt gegen Fürth 1:0, St. Pauli gewinnt gegen Nürnberg 2:0 und Holstein Kiel gewinnt gegen Elversberg 2:0. Das Abendspiel Hannover gegen Kaiserslautern, Hannover wird ja gleich später noch ein Thema sein, gibt es in 26 Minuten. Ja, das waren die Kurznachrichten. Update kompakt. Mehr News selbstverständlich. Och, Handy, weißt du was? Du bist gerade, du bist so richtig scheiße, ne? Ich finde dich scheiße. So richtig scheiße. Kennt ihr noch diesen Song von Tic-Tac-Toe? Ja, ich bin alt, ich weiß. So, ja, News auf derchotv.de selbstverständlich. Unter anderem natürlich auch, falls ich es nicht erwähnt habe, ja, dass der Schweigegeldprozess oder das Schweigegeldprozess gegen Stormy Daniels, einem Pornostar in den USA gegen Donald Trump, wurde verschoben innerhalb der nächsten 30 Tage. Das ist ja eigentlich für Ende März angesetzt worden, soll ein neuer Termin bekannt gegeben werden. Ja, das unter anderem. Es sind heute wenig News geschrieben worden. Im Übrigen, ich war heute auch fast gefühlt den ganzen Tag unterwegs, deswegen entschuldigt mich, wenn nicht so viele News geschrieben worden sind. Außerdem kommt ja fast die Hälfte da ja noch vor, ne? Also zumindest hier in der News-Show, so wollte ich das sagen. Also wundert euch bitte nicht, wenn ich hier und da mal entsprechend schon alles erzählt habe oder berichtet habe. Man, muss man so oder so sehen. Aber wenn ihr News wissen wollt oder haben wollt oder natürlich auch Ankündigungen haben wollt, wie zum Beispiel, dass ich mit ein bisschen Verspätung also den Stream schon zum Beispiel angekündigt habe, weil ich das immer wieder vergesse. Ich vermisse diese Automatisierung, die es früher auf Twitter gegeben hat. Ne? Die vermisse ich so ein bisschen, aber man kann nicht alles haben. Ja, den WhatsApp-Channel gibt es. Ihr könnt den QR-Code einscannen. Ihr könnt natürlich auch einfach im Twitch-Chat Ausrufezeichen WhatsApp eingeben. Ich habe leider immer noch nicht, das werde ich hoffentlich morgen machen, wenn nicht die nächsten Tage, Hashtag Prokrastination, werde ich noch einen Button in die Streaming-Beschreibung einfügen bezüglich des WhatsApp-Channels. Also könnt ihr da natürlich dann auch noch reinkommen. Ich schaue mal nach, wie ich das über die DerchoTV-Webseite hinbekomme, damit die, die natürlich auf YouTube gerade gucken, sich nicht irgendwie sagen, ich kann das doch gar nicht eingeben. Ne? Und wenn ihr da entsprechend nicht geradewegs Bock habt, auf den Discord zu kommen, ich kann es auch verstehen, aber da habt ihr dann auch die Möglichkeit, zumindest im Discord auf den WhatsApp-Channel von DerchoTV dann hinzukommen. So, und jetzt reden wir über den Werbemarkt, über den TV-Werbemarkt, natürlich über die Werbung an sich, der natürlich auch ein bisschen kriselt. ProSiebenSat.1 und die RTL-Sendergruppe, die haben in diesem Jahr jetzt mit ihren ersten Zahlen für dieses Jahr zumindest von einem guten Start in dieses neue Jahr gesprochen. Und die von der Branche nach dem schwierigen Jahr 2023 sehnlichst erhoffte Aufhellung des Werbemarkts ist anscheinend eingetreten. Ist doch schön, ne? So kann man das sehen. Das haben auch die jüngsten Zahlen des Portals Nielsen nämlich herausgegeben, denn die TV-Werbung ist nämlich in den ersten beiden Monaten 2024 um etwa 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Plus nämlich zu sehen gewesen. Die Brutto-Werbeausgaben für Fernsehwerbung im Februar nämlich lag sogar bei etwas mehr als 1,2 Milliarden Euro, ein Plus von 14,9% gegenüber dem Vorjahresmonat, also zum Vergleich vom Februar 2023. Vom kompletten Werbekuchen bekommt das Fernsehen damit weiterhin natürlich das größte Stück ab. Mit 450 Millionen Euro folgen dann die Zeitungen nämlich. Auch hier gab es ein deutliches Plus, und zwar um rund circa 70 Millionen. Und den stärkeren Sprung haben nämlich dann 38% nämlich gemacht. Das machte die OOH-Werbung. Die OOH heißt im Übrigen Out-of-Home-Werbung, für die das wissen. Steht unten auch nochmal, da hier unten, Home, Out of Home. Ja,
Alles in allem stiegen die Bruttowerbeausgaben für den Februar um 14,6% auf rund 2,5 Milliarden Euro. Nach zwei Monaten des Jahres stehen auch aktuell nur die Publikumszeitschriften mit einem Minus von 5% und die Kinowerbung mit einem Minus von über 21% schlechter da als zu Beginn des letzten Jahres. Und mit Blick auf das Kino dürfte die Branche aktuell die Auswirkungen des Streiks natürlich zu spüren haben, denn es wurde ja über ein halbes Jahr in Hollywood gestreikt. Man kann sich daran erinnern, es ging ja im Mai los. Ich glaube, es war sogar früher, ich weiß nicht. Erst haben ja die Autoren gestreikt, ab Mai oder so. Und dann ging es ja bis über den Sommer hinweg. Und das hat ja erst, glaube ich, im Herbst, im Frühherbst oder im Spätsommer ging das Ganze jetzt erst los. Und es mussten viele Projekte ja verschoben werden. Weswegen ja dann ja auch nicht so viele Filme dann die Möglichkeit hatten, entsprechend nicht mehr, sagen wir mal, pünktlich rauszukommen. Und natürlich, klar, leidet dann auch die Kinobranche darunter. Wie immer gibt es natürlich bei diesen Zahlen, das muss man auch nochmal berücksichtigen, das möchte ich auch nochmal ganz kurz nämlich sagen, dass hier immer die Listenpreise zugrunde gelegt werden und Rabatte zum Beispiel, Eigenanzeigen und auch Tauschgeschäfte da nicht berücksichtigt werden bei diesen Zahlen. Die tatsächlichen Einnahmen zum Beispiel der Fernsehsender sind teils deutlich geringer. Denn dennoch sind diese Zahlen aber auch ein Indikator für die grundsätzliche Entwicklung des Marktes. Also sind diese Zahlen auch ziemlich gut. Heißt also dann auch für die, die halt Werbung machen, für die Werbemacher, sieht es halt also auch sehr, sehr, sehr gut aus. Wir haben schon lange nicht mehr über X hier gesprochen, ne? Nachdem ja in dieser Woche bekannt wurde, dass der ehemalige CNN-Moderator Don Lemon ein Interview in seiner ersten Show mit Elon Musk geführt hat, Elon Musk aber so unzufrieden war, der ist ja, dem gehört ja der Bums X, früher hieß es ja Twitter, früher war es ein schöner Ort, heute ist es halt so wie die Farbe von X, schwarz, dunkel, alles mit X, das war wohl nix, ne? Was wollte ich sagen? Genau, in dieser Woche gab es ja die Schlagzeilen um den ehemaligen CNN-Moderator Don Lemon nämlich, der ja wie Tucker Carlson auf der Plattform X seine eigene Sendung bekommen sollte. Dann gab es ja das erste Interview mit Elon Musk. Elon Musk war überhaupt nicht zufrieden damit. Pixel, danke schön für dein Lurk und herzlich willkommen. Und unter anderem hat dann Musk oder X zumindest dann gesagt, nö, wir haben keinen Bock mehr. Wir haben den Vertrag gekündigt, ja. Jetzt wird wahrscheinlich Don Lemon erstmal auf YouTube seine Show weitermachen. Darum geht es nämlich nicht, denn in dieser Woche gab es nämlich auch ein anderes Thema, zumindest in Deutschland nämlich, im Digitalausschuss des Deutschen Bundestages. Und für die, die jetzt darüber gerne Witze machen wollen, digital, Deutschland, Internet, Neuland und so, ja, es gibt einen Digitalausschuss im Deutschen Bundestag. Der hat sich in dieser Woche mit der Frage sich nämlich oder vor allem mit der zeitwilligen Sperre des X-Accounts von Julia Nawalny beschäftigt. Denn ich weiß, wer Julia Nawalny ist. Sie ist die Witwe des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Und im Februar wurde der X-Account, nachdem er erstellt wurde, für kurze Zeit gesperrt. Ja. Warum? Das war die Frage, die beantwortet werden musste. Das Konto der Aktivistin wurde nicht willkürlich blockiert. Das sagte Nick Pickles nämlich. Er ist nämlich Leiter der Regierungsbeziehungen, früher bei Twitter gewesen, jetzt natürlich bei X. Und das teilte er den Abgeordneten entsprechend mit. Vielmehr habe es sich um eine Reihe verdächtiger technischer Signale, so Pickles nämlich, gehandelt, die zu diesem Schritt geführt hatten. Denn auf dem erst am Vortag eingerichteten Konto, also wurde am 19. Februar im Übrigen eingerichtet, also drei Tage nach dem Tod von Alexei Nawalny, wurde dann einen Tag später am 20. Februar das Konto von Julia Nawalny gesperrt. X sperrte den Account, also mit dem Hinweis, Konto gesperrt, X sperrt Accounts, die unsere Regeln verletzen. Ne? Und die neue Nutzerin hatte zuvor ja, wie gesagt, ja auch darunter gepostet und ich glaube auch ein Video, ich weiß es gar nicht, ich bin ja nicht mehr auf X, der EchoTV ist ja auch nicht mehr auf X. Und sie hatte ja vorher natürlich ja auch gesagt, Wladimir Putin, der Kreml-Chef, der sich ja jetzt ja gerade aktuell sich wiedergewählt haben lässt, ist ja für den Tod ihres, hat sie dafür verantwortlich gemacht, dass Alexei Nawalny, ihr verstorbener Ehemann, ihn ermordet hat in einem russischen Straflager. Sie kündigte an, Nawalnys Arbeit fortsetzen zu wollen und kurz vor ihrer Blockade schrieb sie dann natürlich auf X, Zitat, es ist mir völlig egal, was der Sprecher des Mörders zu meinen Worten sagt.
Damit war natürlich Dmitri Peskov nämlich gemeint, der Kreml-Chef nämlich. Der wies die Aussagen natürlich als unflätig zurück und der von Nawalny gegründete Fonds zur Bekämpfung der Korruption postete kurz nach der Sperrung auf X ein Appell an Elon Musk. Und zwar nämlich mit den Worten, Zitat, bitte erklären Sie uns genau, welche Regeln von @Julia_Nawalny gebrochen wurden. Etwa eine Dreiviertelstunde später wurde dann der Account wieder freigeschaltet. Was man nicht alles tun muss, um immer Druck zu machen. Wenn Systeme zum Schluss kämen, dass ein Profil gegen die Vorschriften verstoße, handelte X, so erläutert das Pickles nämlich den deutschen Parlamentariern zur Begründung oder zu dieser ganzen Funktion, wie es das mit den Sperrungen nämlich ist. Und angesichts der Masse an Angriffen brauchte es Verteidigungslinien, die zum Teil halt auch automatisiert sind. Also dass automatische Mechanismen schuld waren, dass natürlich dann auf einmal reagiert wurde, dass man den Account einfach dicht gemacht hat, anstatt irgendwie dann die Angriffe abzuwehren. Und einer der größten Sorgen des Unternehmens sei natürlich, dass die wachsende Möglichkeit von Technologien, zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, das Erstellen von Fake-Accounts auf X natürlich das Ganze erleichtern werden. Eigentlich hatte ja Elon Musk da ja auch immer wieder gesagt, ich kaufe Twitter nicht wegen den ganzen Bot-Accounts. Hat er dann doch gekauft, ne? Und sich immer noch nicht drum gekümmert, heißt es. Ja. X werde daher weiterhin den algorithmischen Entscheidungssystem im Kampf dagegen einsetzen müssen. Also man wird daran nichts ändern, so wie man es da auch raushört. Und zu den konkreten Auslösern, die zu einer Sperrung führen, da wollte sich Pickles überhaupt nicht dazu äußern. Also warum es überhaupt, also wie es ausgelöst wurde, das sagte er nicht. Als allgemeine Beispiele nannte er nur, dass zum Beispiel IP-Adressen oder das genutzte Gerät geprüft werden müssen. Zuvor hieß es dann auch, der Abwehrmechanismus der Plattform gegen Manipulation und gegen Spam habe bei Julian Nawalny einen Regelverstoß markiert. Und man sei sich bei der händischen Überprüfung der Bedeutung des Accounts bewusst gewesen, so Pickles, ich will mal Pickles sagen, Pickles heißt er aber, sagt er dann weiter. Im Nachgang habe dann X auch die Prozesse entsprechend verbessert, um natürlich dann auch nochmal zu gucken, ist das Konto echt oder ist es halt ist es ein Fake-Account oder so. Und bei den Accounts von Prominenten soll es nun eine zweite Kontrolle geben und dafür entscheidend sei, wie groß das Konto ist, beziehungsweise wie viele Follower es gibt. Und eine Frage aus der AfD-Bundestagsfraktion, ob Musk bei der Entsperrung interveniert habe, da hatte Pickles Nein gesagt. Ja, auch sehr interessant zu wissen, was die AfD so gerne fragt. Die Abgeordneten hakten dann immer wieder wegen potenzieller weiterer Versorgungsmaßnahmen nach, der Zunahme von Bots, wie gesagt, und unauthentischen Konten und einem Mangel an menschlichen Content-Moderatoren, was ja bei X ziemlich fehlt, seitdem ja Musk gefühlt fast alle bei Twitter rausgeschmissen hat, oder bei X, wie man immer auch den Bums heute nennen will. Darauf antwortete Pickles nur, man orientiere sich an der Zahl der Nutzer und den verfügbaren Daten zu diesen möglichen Risiken. Genaue Zahlen zu Sperrungen oder Wiederfreigabe von Accounts, zum Beispiel von Nutzern, die sich zum Beispiel kritisch über Elon Musk äußern, ne, weil er ja angeblich, ne, ihr wisst ja schon, oder zur Fehlerquote bei der menschlichen und automatischen Content-Moderation. Das konnte der Lobbychef von X und auch weitere Unternehmensvertreter von X nicht nennen. Wollten nicht oder können nicht. Man weiß es nicht genau. Entsprechende Angaben sollten aber oder wollen sie aber nachreichen, auch zu dem DSA, zum Digital Service Act, vorgesehenen Transparenzbank zu Nutzerbeschwerden und zu illegalen Inhalten und den im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken niedrigen einschlägigen Zahlen machten sie auch keine Angaben. Und immer wieder hoben sie hervor, X werde den Digital Service Act einhalten und den europäischen Markt nicht aufgeben. Es gab ja auch wirklich mal wilde Berichte darüber, dass es ja dann auf einmal hieß, ja, X würde den europäischen Markt verlassen, wenn je nachdem, wie das Digital Service Act sein wird. Aber das sind halt natürlich auch immer, das ist auch immer heiße Luft, die Elon Musk meistens mal produziert. Die Ausschussvorsitzende Vorsitzende des Digitalausschusses im Deutschen Bundestag, Tabea Rösner von den Grünen, die betonte, es brauche niederschwellige Möglichkeiten für die Nutzer, mit dem Unternehmen in Kontakt treten zu können, also dass entsprechend ein Support da ist.
Da hat ja Elon Musk ja auch den Rotstift angesetzt. Ne? Ich glaube, ich weiß es ja selbst inzwischen nicht mehr, aber es gibt, glaube ich, einen deutschen Support gibt es nicht mehr so richtig. Jeder User könnte etwa per E-Mail oder im Hilfecenter Beschwerde gegen jede Entscheidung einlegen, entgegnete Pickles nämlich. Und auf die Frage nach dem Thema Meinungsfreiheit, ja, was ja Elon Musk ja auch selbst gerade ganz groß ja immer wieder betonte, aber bei Don Lennon anscheinend seiner Meinung nach irgendwie nicht rauskam, aber Don Lennon ja eigentlich, Don Lemon hieß er, oder heißt er, ne, betonte Pickles, freie Meinungsäußerung und die Sicherheit der Plattform müssten nebeneinander bestehen können. Und es sei wichtig, dass der Digital Service Act nicht zur Zensur führe. Ja, das ist die Äußerung von X. Angesprochen auf die Aspekte Einflussnahme, Agenda-Setting und auch Wahlbeeinflussung, antwortete Pickles im Übrigen, man sei sich über diese Risiken sehr bewusst. Seitdem ja der Gaza-Krieg ausgebrochen ist, habe man über 780.000 Inhalte wegen Verletzung der hauseigenen Richtlinien ja entsprechend entfernt. Und mit Blick auf die Europawahl in weniger als 3 Monaten müssten alle Seiten auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten, um Abhilfe zu schaffen. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, der plant ja derweil ja mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt staatliche Kontosperrungen für Hetzer. Mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt, staatliche Kontosperrungen für Hetzer, so ist es. Und Thomas Jarzombek von der CDU nahm aus der Sitzung mit, Vertreter von X seien sich der Schwelle an Nutzern, die zu einer zweiten Überprüfung führt, nicht bewusst. Und X habe, so sagte er das, Zitat, keine Ahnung, was politische exponierte Accounts sind und er würde sie auch nicht anders behandeln als alle anderen. Ja, das ist eine ordentliche Meinung. Dies gelte auch für Konten mit jüdischem Hintergrund, also da wurde dann auch natürlich explizit der Gaza-Krieg nochmal genannt und natürlich auch der Antisemitismus, der seitdem ja auch auf X wahrscheinlich höher geworden ist. Und alle Informationen zu zuvor zertifizierten Konten würden ja gelöscht und von einer Sperrung noch einmal herangezogen. Der FDP-Politiker Maximilian Funke-Kaiser, der bezeichnete die Anhörung als einen einfachen Reinfall des Ganzen und so sagte er halt auch, dass, weil ja die Gesprächspartner auch nicht direkt vor Ort gewesen seien, hätten die Erwartungen schon sehr niedrig gelegen bei dieser ganzen Geschichte und er beteuerte auch, das war das letzte Mal, dass das so abläuft. Ja, ob man da, man hört anscheinend daraus, dass man da nicht irgendwie mehr erfahren hat oder so, aber naja, eine Enttäuschung für viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag. In diesem Ausschuss. So. Kommen wir zum Sport und beschäftigen uns nochmal um die Investorensuche der DFL, nämlich die Geschichte ist ja durch, es ist gescheitert, aber es geht immer noch. Vor allem Hannover 96 will es wissen. Wie hat Martin Kind abgestimmt? Das wollen sie immer noch wissen. Und das bleibt weiterhin unklar, nämlich, denn das Landgericht Hannover hat nämlich ein Urteil gefällt, nämlich dass Hannover 96 kein Auskunftsrecht nämlich hat über das, was nämlich Martin Kind nämlich dort abgestimmt hatte. Der hatte ja vor dem Landesgericht ja einen entsprechenden, also der Verein nämlich, der Zweitligist, hatte ja entsprechend einen Auskunftsantrag gestellt, den die dritte Kammer für Handelssachen ja jetzt am 21. Februar schon zurückgewiesen hatte. Das sagte ein Sprecher gegenüber dem Fußballmagazin Kicker. Und das Informationsverlangen sei demnach unzulässig, wenn der Gesellschafter die erstrebten Kenntnisse zur sachgerechten Ausübung seiner mitgliedschaftlichen Rechte nicht benötige. So liege der Fall da. Ja, und der Antragsteller, so heißt es weiter, sei daher bei einer weisungswidrigen Abstimmung durch den Geschäftsführer der Antragsgegnerin aufgrund der Satzungsregelung nicht in der Lage, daraus Konsequenzen zu ziehen, weil über die Abberufung des Geschäftsführers der Aufsichtsrat entscheide. Ja, und aus dem Juristendeutsch übersetzt heißt das einfach, ja, der Hannover 96 e.V., der Kind im Vorfeld ja der geheimen Abstimmung ja angewiesen hatte, mit Nein zu stimmen, könnte den Geschäftsführer seiner Lizenz GmbH ohnehin nicht abberufen, da er im zuständigen Aufsichtsrat bekanntlich ja ein Patt ist. Ja, zwischen den Investoren und der Vereinsseite von Hannover. Ja, entsprechend hatte dann auch das Landgericht und auch das Oberlandesgericht Celle eine Abberufung Kinds durch den e.V. ja 2022, also vor 2 Jahren, ja jetzt ja verweigert. Doch der Bundesgerichtshof, der ließ die Revision in dieser Sache kürzlich zu. Am 4. Juni nämlich treffen sich die Parteien wegen der Abberufungsthematik zur mündlichen Verhandlung in Karlsruhe.
sehr lustig, also ein paar Tage kurz bevor die EM in Deutschland passiert. Ob bis dahin dann natürlich die Sache geklärt ist, nämlich die Frage, wie nämlich Martin Kind bei diesem Investorenprozess gestimmt hat, das war keine Ahnung, ob man da was bekommen, mitbekommen wird. Wie der Kicker jetzt natürlich berichtet, aus eigenen Informationen, hat nämlich jetzt der Verein auch Rechtsmittel eingelegt. Das Landesgericht unterstrich nämlich obigen Argument, also das, was ich vorhin vorgelesen habe, auch, dass die Geheimhaltungsabrede wirksam sei. Ja, die 36 Clubs von Liga 1 und 2, die hatten ja Mitte Dezember ja in einem nicht öffentlich darüber abgestimmt, mit dem, also dass das DFL-Präsidium und der Geschäftsführung nämlich, wie gesagt, erlaubt werde, mit einem Investor nämlich eine strategische Partnerschaft nämlich, sagen wir mal, zu besprechen. Das Ganze ist ja musste mit einer Zweidrittelmehrheit natürlich erreicht werden. Die wurde geradewegs so erreicht. Und die Kontroverse über eine mögliche Missachtung der EV-Weisung durch Kind sorgte halt dann in den Wochen danach dann auch für vernehmende Proteste der Fans in den Stadien. Martin Kind selbst, der verweigert natürlich weiterhin die Auskunft über sein Abstimmungsverhalten. Vieles spricht dafür natürlich, dass er mit Ja gestimmt hat. Und wahrscheinlich wird man das auch bestimmt oder hat man das auch schon irgendwie bemerkt. Und unter dem Druck der Fanproteste hat dann das DFL-Präsidium ja vor einigen Wochen dann natürlich gesagt, nein, wir machen das nicht mehr. Wir machen das wirklich. Übrigens war das auch der gleiche Tag nämlich, als Watzke nämlich gesagt hat, wir werden diese Investorensuche beenden, war das auch der gleiche Tag im Übrigen, wo nämlich das Landgericht Hamburg dem e.V. das Auskunftsrecht in Abrede stellte. Ja, also es war quasi der gleiche Tag, ne? Auch sehr lustig. Ja, mal schauen, wie das enden wird. Natürlich, klar, ist Martin Kind auch, und da werden mir wahrscheinlich einige Fußballfans wohl recht geben im Chat oder generell auch in den YouTube-Kommentaren, dass da so Einzelne ihn nicht leiden können. Generell nicht, weil es ja auch um die 50-plus-1-Regel geht. Und mal schauen, wie sich das jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten sich noch weiter ziehen wird, die ganze Geschichte. Naja, was soll's. So. Kommen wir zum Wetter, schauen auf die Warnwetterkarte des Deutschen Wetterdienstes und es sieht wieder ziemlich gelb aus. Der Deutsche Wetterdienst warnt nämlich wieder mal vor Frost, nämlich ab heute Nacht kann es nämlich in Teilen Deutschlands in den gelb markierten Bereichen, wie ihr gerade sehen könnt, zwischen minus einem und minus zwei Grad leichter bis mittelmäßiger Frost nämlich kommen. Und es gibt natürlich auch Warnung vor starken Windböen, vor allem nämlich in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Teilen Niedersachsens komplett, sogar unter anderem in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Seit 10 Uhr heute Vormittag bis 22 Uhr am Abend gibt es nämlich Warnung vor Windböen, Windgeschwindigkeiten von zwischen 50 bis sogar 80 Stundenkilometern sind möglich, im orange markierten Bereich sogar bis zu 80 Stundenkilometern. Also kann es ziemlich heftig werden. Die Aussichten für Deutschland heute Nacht: es bleibt ruhig, in Berlin gibt es sogar eine sternenklare Nacht, sonst bleibt es bewölkt, Temperaturen hier so zwischen 3 bis 8 Grad. Morgen am Sonntag gibt es im Süden und im Südwesten leichte bis kräftige Regenschauer, in Baden-Württemberg unter anderem eher nichts von beiden, da bleibt es eher bewölkt, sonst sonnig und trocken, Temperaturen liegen so zwischen 5 bis 11, zum Teil aber auch geht es rauf bis zu 15 Grad. Die Aussichten für die nächste Woche: am Montag dann natürlich im Regen, im Süden noch ein bisschen Regen, im Regen noch ein bisschen Süden, ja. Egal, im Süden noch ein bisschen Regen, 7 bis 14 Grad, sonst bleibt es sonnig und trocken, 1 bis 15 Grad. Am Dienstag und am Mittwoch geht es so weiter, dann gibt es auch im Süden wieder ein bisschen mehr Sonne, die Temperaturen steigen dann auch wieder etwas auf bis zu 18 Grad. Vielleicht werden es ja schöne Ostertage, wer weiß. Ist aber nur 2 Wochen hin, da auch dann noch der Hinweis: heute in 14 Tagen, 12 Stunden Stream, ab 15 Uhr für die 12 Stunden live bis zur Zeitumstellung, das man nur noch mal kurz erwähnt. Die News dazu gibt es ja auf derchotv.de. Das war es dann auch jetzt von Update. Im Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Stuttgart hat Stuttgart 3:0 gewonnen. Das Ergebnis liefere ich euch gleich via Grafik so auf Social Media nach. Gleich geht es ja aber erstmal weiter mit Fall Guys und mit der lieben Chai Like, die, glaube ich, auch gleich live geht oder schon live gegangen ist und deswegen auch bei mir im Discord wartet. Daniel, falls du gerade zuschauen solltest, wir sind bei mir im Discord. die jetzt gerade auf YouTube gucken, hä, was?
Ist egal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Hoffentlich sehen wir uns gleich bei Fall Guys. Sonst sehen wir uns am Montag wieder. Wünsche euch sonst ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.